Das ist der stärkste Mann der Party. Ist das geil? Och Mann, mach dich weg, Hausfrau. Mann, die NPCs nervt genau in Mafia 1. Ja, 17 Gold für eine Nacht, bla bla. Ich hab genügend. Ich bin over. Naja, overgoldet. Wortspiel nicht, ich habe nur 3000. Ich könnte mir zwar wieder offenweise holen, aber das mache ich nicht. Du schließt mir wieder im Weg rum. Tusse, mach dich weg. Geht doch. Ich glaube, wir sollten mal in diesen komischen Dungeon hier gehen. In den Waldschrein Numero, Erdschrein Numero 1. Es ruckelt. Lederpanzer gefunden. Ist der für Sis? Ja, das ist gut. Wo der schon wieder, wir haben durch den hohen Level overpowered ist. Was haben wir denn für Gegner? Lauf und lauf, ne? Was haben wir denn für Gegner? Welche, die mir nicht kennen? Riesenratte. So, Gerstschlag, das ist gut. Ich greife normal an, ihr verteidigt euch und er greift auch normal an. Gucken, wie viel Harten die haben. Nicht viel. Nicht viel. Das sind, naja, wohl 1000 HP oder so. Die sind nicht so stark. Du machst direkt dran, dass ich... Wieso macht Tiss? Achso, ja, der Lorengren. Genau. 1580 Erfahrung. Kissenrattenschwanz. Wie viel HP haben die jetzt? Misterverzeichnis. Kissenratte. 753. Okay, warum sieht der Schwanz aus wie eine Ratte? Egal. Es sind anfällig gegen Kälte und gegen Heilig. Muss ich mir merken. Und haben Giftbiss. Die Giftbiss. Ich hasse solche Fähigkeiten. Naja. Okay, weiter geht's. Wedel der Hände ist, glaube ich, auch wieder für Sis. Und ist auch aus dem Ding aus Final Fantasy irgendwie. Ha, bis zwei wieder. Minimale Veränderung, aber naja. Das macht sich irgendwann schon bemerkbar. Riesenratte. Ja, wir verteidigen, weil ich mit euch in normalen Kampf nicht sonderlich viel anfangen kann. Und Tiss macht das Video fertig gemacht. Ibis für Damage. Oh. Das ist wieder mal so ein Dungeon. Naja. Das werde ich wieder Kämpfe schneiden. Ab jetzt mördert euch. Der ist für Torgi. Aber den haben wir ja noch nicht. Bis gleich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich in den Dungeon vorher gehen hätte sollen als in die Burg. Hier sind die Gegner irgendwie schwächer als in der Burg. Feuergeul haben wir nämlich auch schon. Das ist ja toll. Es ruckelt schon wieder. Okay, Dark hat das Ätherneuerung gelernt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was macht das denn? Ring ist 60 in 5 MP. Abzug wäre das 55 MP. Das ist doch gar nicht so wenig. Okay, weiter geht's. 3,5 Gold. In Dungeons, die wie aus einen Guss wirken. So, irgendwie... Man steckt in der 99.000 MP. AP. Das dauert erstmal eine ganze Weile, bis der... Bis den hier so eingeholt haben, aber naja, 9000. Oh Gott. Da steckt dann noch mindestens 3-4 Level auf. Knochenstaub. Also ich habe irgendeinen Dungeon irgendwie verpasst oder so. Ich glaube schon. Und da waren wir schon. Dark hat ein wenig hat eindeutig zu wenig Rüstungsklasse. Der lässt sich so einfach wegbashen. Das ist nicht schön. Ich muss nur gucken, ob ich noch einen Dungeon verpasst habe. Irgendeinen Wald habe ich, glaube ich, übersehen. Auch Torgis Haus. Okay, da gehe ich, glaube ich, noch nicht hin. Das sieht nach Bossfight aus. Nach falscher Truhe, nach Mimik. Okay, jetzt ist es schon Stufe 18. Meine Güte. Der levelt auch ziemlich schnell jetzt. 100 Gold. Gut, ja. Dungeon gibt nicht mehr allzu viel her. 1000 Goldstücke, das ist gut. Das ist sehr gut. Da haben wir schon eine Truhe, die wir schon aufgemacht haben. Immer noch derselbe Dungeon, immer noch das... Die Feinde sind keine neuen hier irgendwie, deswegen schneide ich immer. Ich frage mich, was mich das angetrieben hat, in einen Erdschrein Riesenratten reinzupflanzen. Ich werde mal die Truhe aufmachen, das ist sowieso eine Mimik, denke ich mir mal. Weil die sieht schon so verdächtig aus, ich heil mal. Oh Gott, der braucht jetzt auch viele alte Kräuter zum Heilen. Ja, abspeichern. Okay. Vorsicht, das ist eine Mimik. Chorgi, du bist noch gar nicht in der Gruppe.
Was machen wir denn? Oh yeah. Machen einmal das Logos Auge und du machst uns verkackt. Du bist Hans Limit und du und ich bin gerade, oh yeah. Ich liebe dieses Lied. Du heißt erstmal hier. Mimik macht mir zu viel Schaden. Keine Haltung, das reicht dir. Unterstützen, Sarah, du. Gut, absorb. Du. Rückzug. Damit hier dem noch ein bisschen schneller agieren können. Ja, ich kann überlebt immer jede Runde voll. Sonst habe ich hier ein Problem. Was machst du jetzt? Du machst. Todesschlag wird bei mir nicht funktionieren. Ich probiere mal Feuerschwert. Und du, Lukas Aura auf Dark. Er braucht das sehr, sehr dringend. Du schilde hoch für deine eigene Verteidigung. Blutabsorb. Feuerschwert. Und das Vieh schon tot. Okay, das war kein langer Kampf. Die Bastarden sind ihr übrigens getan. 1340 auf 30 Erfahrung. Mimika und ein großer Heiltrank. Erdschwert. Das ist das erste der vier Elementenschwerter. Wow, du hast ein wirklich starkes Schwert bekommen. Merkt ihr das? Das erste der vier Elementenschwerter. Schwächer als meins. Ich war jetzt trotzdem mal der Vollständigkeit halber. Ich hätte das irgendwann vielleicht. Vielleicht mache ich das Spiel weiter, wenn ich mal Lust drauf habe, auf ein wirklich trashiges RPG weiterzumachen. Ich habe meinen ganzen Buffs noch drauf. Meine Fresse. Boah, der ist übelst hochgebufft gerade. Hier. Übelst hochgebufft. Die Defen ist ganz schön hoch und vor allem bei ihm hier. Wow, wow, 180 Stärke. Und vor allem die 35 Aggressivität. Der ist übelst schnell. So, jetzt machen wir hier mal wieder Speedrun über die Wände. Wir spielen Alter ihr. Und jetzt haben wir. Ich habe da noch irgendein Dungeon verpasst. Ich werde mir hier das Ding schnell durchqueren. Bis gleich. Okay. Ach, hier. Hier muss ich hin. Ich muss aber, glaube ich, vorher erstmal Duck aus dem Team entfernen. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Ich habe Duck aus der Gruppe entfernt, damit ich hier einen neuen Charakter aufnehmen kann. Weil ich dann, glaube ich, mal irgendeinen System wieder entfernen muss, damit er seine Fähigkeiten einsetzen kann. Hier haben wir das Haus von Troggy, der irgendwie Orange Film hat, aus irgendeinem Grund. Kleiner Heiltrank. Hier sieht man schon, hier sollte man nicht hingehen, wenn man die ganzen anderen... Selena, Geliebte und Mutter, von Echsen getötet. Ich glaube, das wäre vielleicht nicht so gut, wenn er jetzt Sis in der Gruppe ist. Aber egal, hier haben wir ein Schaf. Ich liebe Schafe zu terrorisieren, ich liebe es allgemein Tieren, der begeht zu terrorisieren. Und hier haben wir Vivi, den kleinen süßen Vivi. Wir haben uns... Cool, Tis kann ganz schön gut Klavier spielen. Sonst haben wir nichts. Okay. Wer seid ihr? Du hast schon mal vorhin gesprochen. Ich heiße Tis. Und das wollte ich hier. Wir schauen uns nur um. Wir schauen und nur um. Na egal. Und wir wollten fragen, ob wir helfen könnten. Tis. Ich sehe kräftig aus. Ein Golem ist hinter meinem Haus. Der war vorhin nicht da. Ich wollte ihn eigentlich bannen, aber er sträubt sich. Ihr könntet ihn bannen. Hier ist ein Bannstein. Zuerst müsst ihr gegen den Golden kämpfen. Wenn er geschwächt ist, benutzt den Bannstein. Nun gut. Bannstein erhalten. Wie sieht das Ding aus? Da. Ein Stein zum Bannen von Monstern. Okay, was sagst du gerade? Los, los! Das ist eine optionale Quest, glaube ich. Die muss man nicht machen, aber der Vollständigkeit halber mache ich einfach mal. Jetzt treibt nochmal die Spielzeit in die Höhe. Ich speichere mal. Ja, ich werde vorher mal. Wartet, wo ist er denn? Lukas Aura draufzaubern. Mal ein. Nee. Brauche ich nicht. Er ist so schwach. Da ist der Golem. Macht euch bereit. Also, Sis sollte schon in der Gruppe sein hier. Da muss ich sein. Ich mach trotzdem mal Bass und kurz.
Buffs brauche ich eigentlich momentan gar nicht drauf zu machen. Beinstich. Peinigung. Und du machst Ausweiten. Bam! Und schon der 11. HP verloren. Und du bist noch nicht tot. Aber jetzt. Und nein, anscheinend, du bist immun dagegen oder was? Einfach nur eine Reihe drauf. Los, 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 los. Und du bist tot. Und tschüss. Kann besonders nicht gefährlicher als Riesenratten. 758 Erfahrung. Golem Stein, Wucht der Stärke. Jum. Golem gebändigt. Auf zu diesen komischen Typen. Juhu, komischer Typ. Wir kommen. Hier, komischer Typ. Hier haben wir deinen Bandstein. Ah, wie ich sehe, habt ihr einen Golemstein. Fantastisch. Nun, ihr wollt sicher wissen, wie ich heiße. Mein Name ist Troggy. Ich bin ein Beschwörer. Nun, ihr seht ja wie die Leute aus, die von hier rumgekommen sind. Och ja, da sind wir. Wie wäre es, wenn ich mich euch anschließe? Ich könnte euch nützliche Geschöpfe beschwören. Hm, komm mit. Nein, kein Bedarf. Komm mit. Ah, gut, dann lasst uns aufbrechen. Auf geht's. Er hat das Machiavelli hat sich überprüft, ob wir vier mehr Leute in der Party haben. Wir können momentan keinen beschwören und er ist erst Stufe 5. Ist euer Ernst, oder? Der ist erst Stufe 5. Ich optimiere mal hier die Ausrüstung so. Ich muss unbedingt ihn irgendwann mal aufleveln. Aber ich glaube, dann kommt bald nicht mehr sehr viel Feuer-Gin. Ich würde einen Gin, der im Feuer badet. Okay. Gut. Haben wir ihn hier schon mal jetzt in der Party und wir haben verdammt viele Items. Ich sollte mal, habe ich eigentlich. Shurgi hat einen Opalring ausgerüstet. Aber ich glaube, ich sollte ihm einen Regenerring geben. Und na. Auch. Nein, nicht Sis, sondern Sarah. Wieder einen Regenerring. Das ist nicht sicher als doppelte EP. Momentan irgendwie. Das sonst. Halt, ich glaube ich. Nee. Kein Geheimnis hier. Es war doch irgendwie, dass man irgendwas hier holen konnte, wenn Troggy in der Party ist oder nicht. Egal. Okay, jetzt gehen wir in den Dungeon da drüben, in den Wald. Gucken, was da gibt. Albets Weibschi. Und ein Skelett, gegen das kämpfe ich erstmal. Verteidigen, verteidigen und du greifst mal an, wie stark du gucken, wie stark du bist. Das ist stärker als wie den normalen Troggy greift an. 4 HP. Oh Gott, ja. War 1000. Also die Kinder sind in einem Schlag, wenn wir Sis in der Gruppe haben. Okay, sehr ist eine Stufe 6. Hier könnte ich ihn jetzt aufleveln, also habe ich jetzt keine Lust dazu. Ich werde dann kämpfen, naja. 500 Goldstücke. Wir haben hier schon wieder Skelett. Okay, da bin ich wieder. Dort hat das Wassergeist gelernt. Keule gefunden. Wer kann den ausrüsten? Troggy, oder? Nee, das ist glaube ich der Duck. Die Keule. Okay, da bin ich wieder. Ich habe jetzt in der Truhe hier ein Hemd gefunden. Ich weiß nicht, wer das ausrüsten kann. Das war glaube ich wieder Duck. Okay. Das hat hier abgespeichert, egal. Ein Skelett. Eines der übelsten Wesen der Welt. Hier muss ein Massaker angerichtet worden sein. Vorsicht, er greift an. Dumm. Welsabor. Unterstützende Sachen brauche ich hier gar nicht. Rotation, der Paralyse, feuerreger Empfang, ob das was bringt, und du verteidigst dich einfach. Bam! Deine 72, das Geld brennt, das brennt, der scheiß mir irgendwie gerade lustig vor. Raskelek gewartet. Okay. Ich glaube, der hält damit seine Stärke. Das ist gar nicht gut, wenn man ein Skelett bluten kann. Ausweiten und verteidigen. Also der Kampf hat nicht lange gedauert. Aber hat massige Erfahrung gegeben. Knochenstock zweimal. Und uns. Fantastisch. Der wäre erledigt. Und wieder mal. Wall-Climping. Wall-Climping. Nicht Climping. So, gut, und da ich jetzt keine großartige Lust habe zu kämpfen, über den Bergpass zu laufen, gehe ich einfach hier lang. So, jetzt gehen wir zum Bürger.